So, heiß ist er und jetzt grillen wir das ganze Teil so einmal ringsherum an und danach räuchern wir einfach noch mal eine kurze Runde und dann geht es definitiv in den Römertopf. Ich werde heute die Temperatur mit dem Mieter hier testen. Den habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Habe ich die ganze Zeit gefragt, brauche ich das Ding, brauche ich das Ding, brauche ich das Ding? Und jetzt bin ich wirklich richtig froh, dass ich das Teil habe, weil ja, im Römertopf, im Backofen drin, geil. Also das Teil muss jetzt nicht schwarz werden, es soll bloß ein paar kleine Röstaromen haben. Nichts Großartiges, nichts Aufwendiges, ja, einfach nur ein bisschen. Ja, und so wird es von allen Seiten und ich zeige euch dann das Ergebnis. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit mitlaufen lasse, wird das Video wieder so ewig lang. Gut, das wird es ja sowieso, aber ja, da wird es noch länger werden. So Leute, ich würde mal sagen, kann man sehen, ja so halbwegs. Das reicht jetzt. Und jetzt haue ich einfach noch mal ein klein bisschen Rauch dran. Da liegt schon. Ich mache da jetzt einfach nochmal, sagen wir, zwei Ladungen. Einfach, dass ich ziemlich sicher gehen kann, dass da auch wirklich, ne, so rum, ordentlich Rauch dran ist. Und dann muss definitiv gut sein. Ob das jetzt wirklich Sinn macht, das nach dem Grillen jetzt nochmal zu räuchern, keine Ahnung, aber normal wird ja eh auf dem Grill geräuchert. Ja, jetzt ist es ungefähr, ja, fast schon wie Heißräuchern, kann man fast sagen. Naja, angegrillt, nochmal geräuchert, fertig. Hoffen, dass es wirklich richtig geil wird hinterher mit dem Hickory. Und ja, mehr gibt es jetzt im Moment dazu nicht zu sagen. Außer fertig räuchern und dann in Römertopf. Puh, das sieht schon heftig aus hier. Der Rauch hat sich noch nicht ganz verflüchtigt, aber Leute, es reicht jetzt. Hier, den ziehe ich gleich raus. Weil ich diese Haube im Anschluss richtig spülen werde. Ich kann es euch nur sagen, lasst die Tortenhauben von euren Mädels in Ruhe. Kauft euch selber so ein Teil, 4 Euro bei Thomas Philips und fertig. Weil ihr werdet es gleich sehen. Hui, boah, jede Menge Ablagerungen. Mann, Ablagerungen vom Rauch. Ja, das Zeug verfärbt sich ganz normal. Und ja, ihr würdet unweigerlich Ärger bekommen. So, dann haben wir die Form. Dann führe ich hier jetzt mal das Thermometer ein, den Mieter. Na, geh nein, du Schweinebacke. Irgendwo war doch ein Ring. Außen, da ist er. So weit kommt er rein. So, halt. Ich habe mir hier noch was vorbereitet. Und zwar Gemüsebrühe und keine Angst, weil die Tasse jetzt so voll ist. Das Zeug schmeckt so geil, ich habe gleich eine ganze Tasse gemacht.
kommt jetzt bloß ein bisschen unten rein. Und eigentlich tut man ja ganz am Schluss noch das Schweinerl ein bisschen einpinseln mit Barbecue-Soße. Ich mache das heute ein bisschen anders. Ich klatsche hier unten einfach ein bisschen was von der Barbecue-Soße gleich mit rein. Und gut ist. Jo, dann platzieren wir hier die Sau. So, jetzt muss ich erst einmal gucken, dass ich die Mieter noch fertig verbinde. Oh, nasse Finger. Ja, nicht gut. 95 Grad. Beginnen. Diese Nachricht nicht mehr anzeigen. Ja, gut. Ab in den Ofen. So Leute, ich habe unten und oben das Gitter rausgenommen. Die Bleche. Und jetzt stelle ich das ganze Teil auf Ober-Unterhitze. Normal macht man sagt man 120 Grad. Ich gehe hier im Backofen jetzt auf 150. Klappe zu, Affe tot, hätte ich fast gesagt. Und ja, dann gucken wir mal, wie lange wir jetzt brauchen, bis wir unsere 95 Grad erreichen. Jetzt haben wir 16.04 Uhr. Ein kurzer Uhrenabgleich, da haben wir sie. Und ja, dann sehen wir weiter, wie lange wir brauchen. Ich hoffe, das wird kein Mitternachtssnack. So Leute, es ist 17.29 Uhr. Im Haus wird gebohrt am Sonntag Nachmittag, Sonntagabend. Anscheinend scheißegal hier. Egal, mich stört es nicht, wenn die Leute was zu tun haben. Meine Mieter-App sagt Fleisch-Innentemperatur 74 Grad, Ziel ist bei 95 Grad, Außenbereich sind 118 Grad. 30 Minuten verbleibend. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob wir uns um die Plateauphasen drumherum mogeln oder nicht. Man wird sehen. Auf alle Fälle hier herin riecht es, duftet es. Es ist einfach nur geil. Ja, ich freue mich schon. Ach ja. Wenn es funktioniert mit dem Pulled Pork, ich habe mir hier wieder diese Toasties geholt. Da drauf klatsche ich mir das dann. Und ein bisschen Hasenfutter dazu, oben drüber. Da habe ich auch noch was im Kühlschrank. Okay, wir sehen uns, wenn alles klappt, in einer halben Stunde um 18 Uhr. Schauen wir mal. So Leute, mein Handy heult, sagt innen sogar jetzt schon 96 Grad, passt auch, und 120 Grad in der Form, sprich Ofen 150 Grad, Dingsform innen 120, so, und wie mache ich jetzt das ganze Ding aus, alles schließen. Jetzt hoffe ich, dass denn das aus ist. Ja, und dann stellen wir hier mal die Cam runter. Das mache ich jetzt ganz einfach, bevor ich jetzt hier wieder alles umbaue. So. Aus, aus, aus. 18.12 Uhr. Also er hat fast recht gehabt. Ich habe das Zeug schon auf die Seite. Oh Leute, das schnuppert, das schnuppert, das schnuppert.
Mein Toast, die habe ich auch schon im Toaster drin. Brauche ich bloß noch einschalten, runterdrücken. Und oh, ja. So. Und dann wollen wir uns das Ganze mal angucken. Sprich, Cam noch weiter runter. Juhu! Heute wird wahrscheinlich gut heiß sein. Oh, es riecht nach Rauch. Es riecht definitiv nach Rauch. Na, klappt mit dem Teil nicht. Nehmen wir den nächsten Topflappen. Ich mache nicht den Fehler und lang das Ding so jetzt an. Abkühlen und ja, jetzt kommt es zum spannenden Teil, da hole ich aber euch noch ein bisschen näher ran. Flüssigkeit habe ich definitiv genügend hier drin, aber wird sich das Teil jetzt so schön pullen lassen, wie man sich das vorstellt? Och, nö. Das ist ja blöd. Nein, lässt es sich nicht. Tja. Würde ich mal sagen, blöd gelaufen. Schade. Schade Marmelade. Aber ich stelle das Teil einfach noch mal in den Ofen rein für noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde und dann schauen wir mal, ob sich danach was Besseres ergibt. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Schade drum. Tja, hat nicht so funktioniert, wie ich das gewollt habe. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Fleisch hatte 95 Grad Kerntemperatur. Ja. Jetzt bohren sie wieder da unten. Jetzt tun wir es einfach noch mal ein bisschen drin lassen, noch eine halbe Stunde ohne Thermometer. Und gucken danach noch mal, ob es vielleicht dann zerfällt, sich sauber zerrupfen lässt. Und dann schauen wir weiter. Wenn nicht, schnippel ich es einfach klein, das ist mir dann auch wurscht. Ja. Was soll ich sagen? Normalerweise, wenn man Pulled Pork macht am Grill, tut man es ja dann noch einwickeln und dämpfen und hau mich tot. Wirklich nur bei 120 Grad. Ja gut, in der Form hat man ja bloß 120 Grad. Aber so wie das ausgesehen hat, hatte ich keine Plateauphase, nichts, wo sich das Zeug zersetzt hätte. Man hat es ja vorher auch beim Rupfen gesehen. Nicht lang schnacken, einfach nochmal warten. Oh Mann. Kurz vor 7, 18.56 Uhr. Nächster und letzter Versuch zum Pullen. Ich habe einfach nur noch Hunger, Leute. Oh. Eieieiei, kommt da jetzt wieder raus. So. Tja, dieses Mal mache ich es aber anders. Obwohl, naja, so mal gucken, ob man hier was sieht auf dem Display. Menno. Jo, jetzt geht's leichter. Zwar nicht mehr. Ich hol's lieber raus.
So. Die drei Stückchen auch. Besser ist das, bevor mir hier ja der Römertopf 4 komplett verscherrt wird. Jo, jetzt funktioniert's. Gleich mal ein Stückchen probieren. Oh yeah. Seht ihr das? Keine Ahnung, warum vorher es nicht gegangen ist. Was halt bei der Version jetzt ist. Hier dieses extrem fettige. Hat sich nicht so schön aufgelöst wie ja, als wenn ich es auf dem Grill mache in klassischer Form, so sage ich jetzt einmal, aber das soll jetzt auch nicht so tragisch sein. Sache. Ich kann es zerrupfen. Na, man ärgert mich das Fleisch heute. Boah, endlich mal wieder Pulled Pork. Geilomat, Geilomat, Geilomat. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, wann ich das Fleisch reingetan habe, den Römertopf. Aber ja, bis 19 Uhr müsste man jetzt zurückspulen. Wisst ihr was? Bei der Videobearbeitung achte ich drauf und schreibe genau hier zwischen die Finger, wie lange das Fleisch jetzt im Ofen im Römertopf war. Spargel. Mhm. Und die bohren da unten wieder. Ich brech zusammen. So. Jetzt schalte ich hier mal meinen Toaster ein. Naja, im Prinzip ist ja Pulled Pork nichts anderes als komplett übergartes Schweinefleisch, Schweinenacken, Schweineschulter, wenn man Boston Butt hat. Machen wir nochmal so ein extrem schlaksiges Stück, das kommt auch auf die Seite. Das will ich hier jetzt gar nicht drin haben. Also. So, dann hier kurz sauber machen und dann geht's weiter. So, das noch schön unterheben. Ja, so wie es aussieht, hätte ich gar keine Brühe reinschütten brauchen. Wäre absolut nicht nötig gewesen. Aber Zwiebeln und Spargeln schon mit drin, hey, geil. Aber jetzt muss ich das Ganze erst einmal probieren, das Süßchen. Da braucht es nicht einmal mehr noch eine Barbecue-Soße dazu.
Dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen was aufs Brötchen drauf kriegen. So. Ein bisschen was von dem Salatzeugstel da. Nochmal ein bisschen was oben drauf. Tja, und fertig ist mein Pulled Pork Burgerchen hier zu Hause. Und jetzt heißt es nur noch ab in Hals! Aber nicht ohne mir einen Teller drunter zu halten. Lecker. Und das ist absolut lecker, Leute. Natürlich hätte ich jetzt noch eine Barbecue-Soße drüber hauen können oder sonstiges an geilen Coleslaw, aber mir reicht es so, wie es ist. Wenn sich die Sau nicht pullen lässt, zerrupfen lässt, einfach nochmal den Ofen rein und dann passt die Brille. Manchmal. Meistens immer egal. Rauchgeschmack ist definitiv mit dran. Ich finde es lecker. Ich tue jetzt gemütlich essen. Und wenn das Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar und nachmachen kann jeder, wie es ihm beliebt. In diesem Sinne, ich klatsche mal noch was so auf den Teller drauf und wir sehen uns dann im nächsten Video oder in meinem Livestream. Also dann, ich wünsche euch was. Ciao, Jakowski, bis zum nächsten Mal.